Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Veto. Wir alle kennen das. Es gibt zumindest in den Ballungsgebieten einen Mangel an Wohnraum. Das betrifft eine Menge Menschen. Die ärgern sich über hohe Mieten oder ärgern sich darüber, dass sie lange in der Schlange stehen müssen bei einer Wohnungsbesichtigung und immer wieder aufs Neue. Aber es gibt Menschen, denen geht es noch schlechter. Die haben nämlich gar keine Wohnung. Die haben oft nicht mal eine Chance, in der Schlange zu stehen, geschweige denn eine teure Miete zu zahlen. Ich rede von Wohnungslosen, von denen wir etwa 300.000 Menschen in Deutschland haben. Wohnungslose sind Menschen, die zwar nicht auf der Straße leben, die aber keine eigene Wohnung haben. Und dann gibt es 30.000 etwa Obdachlose, die haben nicht einmal das, die leben schlicht gesagt auf der Straße. Rein statistisch, Wohnungslose und Obdachlose sind in 3/4 der Fälle ungefähr Männer. Und wir alle bekommen das auch mit. Wir sehen Obdachlose auf der Straße oder in der U-Bahn, die um eine Spende bitten. Also meine persönliche erste Reaktion ist eigentlich immer Mitleid. Aber ich bin ehrlich, die zweite Reaktion ist dann, ich fühle mich belästigt. Insbesondere dann, wenn diese Bettler, nenne ich es ruhig einmal, nicht nur dastehen, sondern gezielt auf Menschen zugehen, auf mich zugehen, vielleicht auch noch nach Alkohol riechen. Da fühle ich mich belästigt. Der dritte Gedanke ist dann, was ist denn das für ein Mensch? Der entblößt sich hier vor mir und vor allen anderen natürlich auch. Wir alle tragen dunkle Seiten in unserem Leben mit uns herum, was wir für gewöhnlich anderen Leuten nicht zeigen, zu verstecken versuchen. Und diese zeigen in aller Öffentlichkeit, wie schlecht es ihnen geht. Das hat mich, muss ich sagen, immer wieder berührt. Sie merken, ich schwanke ein bisschen zwischen der Belästigung, aber auch diesem Mitleid und dem Mitgefühl. Kurz gesagt, ich möchte auch für Sie ein bisschen mehr über Obdachlose erfahren, wie es dazu gekommen ist, wie sich Obdachlose fühlen, auch was man dagegen tun kann. Und jetzt habe ich mir einen Gast eingeladen, den Geschäftsführer des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst, Herrn Jörn Sturm. Hinz und Kunst ist ein Hamburger Magazin, aber solche Magazine gibt es in allen größeren deutschen Städten. Herzlich willkommen, Herr Sturm. Hallo. Vielleicht können Sie zunächst mal was zu Hinz und Kunst sagen, auch dazu, wie es in anderen Städten aussieht. Genau, Hinz und Kunst ist eine Straßenzeitung, vor fast 30 Jahren in Hamburg gegründet, nach einem Prinzip, das in London ursprünglich geschaffen wurde. Es wird eine Zeitung produziert und die wird von Obdachlosen verkauft. Da gibt es im deutschsprachigen Raum ungefähr 30, 35 Projekte. Nahezu jeder großen Stadt, auch in vielen kleineren, gibt es in Deutschland eine Straßenzeitung, die ganz unterschiedlich funktionieren. Hinz und Kunst zum Beispiel ist so, dass bei uns Profis die Zeitung produzieren und sie dann von Obdachlosen verkauft wird. In anderen Städten ist es dann auch manchmal, sind es Obdachlose selber, die die Zeitung verkaufen. Und auch das Vertriebsmodell ist manchmal unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel gibt es Projekte, die verteilen die Zeitung und 100% des Verkaufs gehen dann an die Obdachlosen. Bei uns ist es so, die Obdachlosen kaufen bei uns die Zeitung für 1,10 Euro ein und verkaufen sie für 2,20 Euro plus Trinkgeld weiter. Im Übrigen ist es auch so, dass nicht nur bei uns so, nicht nur Obdachlose verkaufen diese Zeitung, weil wir wollen ja Leuten auch wieder ein Leben in der Gesellschaft, in Wohnungen vermitteln. Das heißt, wir haben auch Verkäufer, die inzwischen, denen wir Wohnraum vermittelt haben. Nicht alle unsere Verkäufer sind noch obdachlos. Nochmal zu den Ursachen von Obdachlosigkeit. Sie hatten ja schon ein paar genannt. Also eigentlich ist es so, dass die meisten Obdachlosen irgendwann mal eine Wohnung hatten und die dann verloren haben, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten oder weil der Vermieter gekündigt hat, vielleicht auch wegen Eigenbedarf oder welchen Gründen auch immer. Die meisten hatten irgendwann mal eine Wohnung, die haben die verloren. Also, und warum verlieren sie die? Es gibt die unterschiedlichen Situationen. Also man kann ja auch noch mal die sogenannten Straßenkids beleuchten. Also junge Menschen, die von ihrer Familie getrennt worden, in Heimen gelandet sind, möglicherweise in Konflikt mit dem Heimpersonal geraten sind, weil Dinge eben nicht so sind, dass junge Menschen dort Sicherheit bekommen. Das heißt, mit 18, wenn sie dann sozusagen nicht sich systemkonform verhalten, dann fliegen die da raus und landen auf der Straße. Das heißt, wir haben auch jede Menge junge Menschen. Und dann gibt es vielleicht, muss man einfach mal so einzelne Schicksalsschläge beschreiben. Da verliert ein Mann bei einem Autounfall seine Familie, die eben sterben. Er ist der Einzige, der überlebt hat.
Ist dann nicht mehr in der Lage, einfach für sich seine Arbeit nachzugehen. Dann war die Familie vielleicht auch durch einen Wohnungs- oder Hauskauf auch verschuldet. Dann geht es relativ schnell, dass man als Mensch dann alles verliert. Ja. Und dann Schritt für Schritt das eben auch passiert, ne? Also die Arbeit verliert, dann eben Wohnung und dann landet man auf der Straße. Genau, das ist sicherlich auf jeden Fall eine Geschichte. Wir haben auch immer wieder andere Geschichten. Da wird erst Wohnung verloren und dann versuchen Menschen noch alles aufrechtzuerhalten. Also gehen weiter zur Arbeit, leben aber tatsächlich in irgendeinem Park, in einem Zelt. Das ist aber auf Dauer eben nicht durchzuhalten, weil das Leben auf der Straße kostet wirklich viel Energie, weil man eben nicht schlafen kann. Man ist immer angreifbar. Es ist so, leider werden eben auch, selbst wenn ich mein Zelt gut in irgendeinem Park verstecke, dann findet es vielleicht doch mal jemand und mit einmal sind alle meine Sachen weg. Und so verliert man dann nach und nach alles. Und dann gibt es auch viele, die schaffen dann den Turnaround, kommen wieder für sich auf die Beine, aber andere brauchen Hilfe. Und das machen wir und auch viele andere Einrichtungen, versuchen zu helfen, versuchen zu beraten, versuchen zu finden, irgendwelche neuen Start- und Ankerpunkte. Ist es richtig, dass Obdachlose häufiger krank sind und auch eine geringere Lebenserwartung haben als der Durchschnittsbürger? Es ist so, dass Menschen, die auf der Straße versterben, keine 50 Jahre alt sind im Schnitt. Daraus kann man jetzt keine Lebenserwartung von Obdachlosen errechnen. Aber die Menschen, die auf der Straße versterben, tun das häufig schon noch in ihren 40ern, 50ern. Und es ist so, dass Gruppen, einzelne Gruppen von Obdachlosen sind, haben mehrere Krankheiten, die dann eben auch geprägt sind durch die Art, wie sie sich pflegen können. Also es gibt eine ganze Reihe von Obdachlosen, die haben kein Anrecht auf das bundesdeutsche Gesundheitssystem. Die haben keine Krankenkasse, die haben eben keine Möglichkeit, einfach zu sagen, ich gehe zum Arzt, lege meine Karte auf den Tisch und werde behandelt. Denen wird nur geholfen, wenn sie akut lebensbedroht sind. Dann werden sie behandelt, aber sie werden, das geht uns ja allen so, im Krankenhaus, die Aufenthaltszeiten werden ja immer kürzer. Man wird zum Gesundwerden nach Hause vermittelt. Und bei Obdachlosen heißt das eben häufig auch, die Leute werden blutig entlassen und haben dann einmal einen sauberen Verband. Und wie gelingt dann aber die weitere Gesundheitsversorgung? Da gibt es in Deutschland viel zu wenig Anlaufstätten, wo Menschen dann sich den nächsten sauberen Verband, wo beim Verbandswechsel geholfen wird. Das heißt, gesund werden geht auf der Straße nicht, sondern man wird halt in die Krankheit entlassen, die sich dann möglicherweise chronisch entwickelt. Und da gruppieren sich dann häufig bei vielen Obdachlosen auch mehrere Krankheiten nebeneinander. Das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man ständig Wind und Wetter ausgesetzt ist, zum Beispiel, nicht, das ist, als wir das noch alle waren, als wir noch keine Häuser und Wohnungen hatten, war die Lebenserwartung, glaube ich, 35 oder 40 oder bei allen Menschen, dass wir jetzt zum Glück viel länger leben und auch gesund länger leben, hat mit dem Gesundheitssystem zu tun, aber eben auch damit, dass wir halt drin wohnen, dass es Winter geheizt ist, dass wir vor Wind und Wetter und Regen geschützt sind und das sind die halt nicht oder nur sehr eingeschränkt. Genau, wir haben im Corona-Winter hatten wir ja so Hotelzimmer angemietet. Das gab es auch in vielen Städten in Deutschland, weil die Hotels waren eh nicht besetzt. Keiner konnte reisen. Also konnten wir mit einigen Hotels günstige Mieten abmachen für diese Hotelzimmer. Und wir haben so viele positive Erfahrungen gemacht. Menschen kamen mit einmal an, waren irgendwo Gast, konnten setzen. Und einer, der hat etwas wirklich Beeindruckendes, das hat uns alle umgehauen, den hat das so befreit, dass er jetzt dann auf Toilette gehen kann, wenn er muss.
und nicht irgendwie stundenlang sozusagen den Hintern zusammenkneifen muss. Und das führt natürlich auch dazu, dass man die ganze Zeit verspannt ist. Und das war eine solche Befreiung. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der schon mal dringen musste und dann vielleicht ein, zwei Stunden warten musste. Und wenn man das sozusagen über Wochen, über Monate macht und immer nicht kann, wenn man muss, dass es unglaublich befreiend sein kann. Alleine diesen kleinen Luxus, ich kann auf Toilette gehen, wann ich möchte. Sie haben bestimmt Erfahrungsberichte von Obdachlosen, wie es ihnen ergeht. Also wie andere Menschen sie behandeln. Also ich rede jetzt nicht nur von denen, die betteln, auch die eben nicht betteln. Wie können Sie darüber was sagen? Also als Obdachloser ist man unsichtbar. Das ist, so erleben Menschen das. Also weil man ist halt irgendwie nicht Teil der Gesellschaft. Leute laufen achtlos an einem vorbei. Natürlich, wenn ich vielleicht bettel, dann habe ich meinen Kaffeebecher vor mir. Aber es ist ja nicht so, dass ich wahrgenommen werde, sondern Leute laufen vorbei. Und auch, was viele eben auch erleben, diese U-Bahn hatten wir ja schon oder auch an anderen, Menschen sagen dann nicht nein, was eben für das menschliche Zusammenleben total normal wäre. Nein, ich gebe dir nichts, sondern sie gucken einfach weg. Und deswegen wäre mein Appell zu sagen, nein sagen, weil das ist der erste Schritt zurück für Obdachlose, zum Teil der Gesellschaft zu werden. Sie merken, ja, der will mir nichts geben, aber der sagt nein. Das heißt, er hat mich wahrgenommen und das ist ganz wichtig. Das ist im Übrigen auch für die Menschen, die unsere Zeitung verkaufen, gibt es immer zwei Bezahlungsmodelle. Einmal das Geld, das sie bekommen, und wenn sie die Zeitung verkaufen. Aber was sie eben auch erleben ist, dass Menschen sie ansprechen. Warum verkaufst du denn Zeitungen? Wer bist du? Was machst du eigentlich? Und da entstehen, viele unserer Verkäufer haben zu einzelnen ihrer Leserinnen und Käuferinnen total persönliche Beziehungen aufgebaut. Die trinken auch mal einen Kaffee zusammen. Und das ist so viel Bezahlung, dass das wirklich einen wichtigen Teil wahrnimmt. Und deswegen ist das, wenn man irgendwas tun will, dann ist das der erste Schritt. Mich erkundigen, wie kann ich helfen? Und mich erkundigen, wer ist das eigentlich, der da obdachlos ist? Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.